Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Alice 19 auf der Ehrengrad in Alpine Challenge. Ich zeige euch direkt hier mal den Kredit, ne, damit ich das jetzt nicht vergesse. Ne. Sieht soweit gut aus. Wir sind unterwegs zum Fahrzeughändler, wollen den Düngestreuer nur auffüllen mit zwei, drei Big Bags. Zwei haben wir schon gekauft, wir werden wahrscheinlich nochmal ein drittes. Vielleicht sogar noch ein viertes Big Bag kaufen und direkt mal auffüllen. Ich denke mal, wir werden nochmal zwei nachkaufen direkt. Und auffüllen, dann haben wir das nämlich schon soweit erledigt. Wir werden dann die eine Wiese, die wir gekauft hatten, die wir gemäht haben, einmal nochmal düngen. Das sollte soweit passen. Und dann werden wir gucken, was wir anschließend machen können. Ich bin mal gespannt und lasse mich dann natürlich mal überraschen, was das betrifft. So, in der Zeit, wo wir auffüllen, können wir nochmal nachkaufen. Okay, gut. Direkt auffüllen. Passt soweit. Alles easy. Sehr gut. Das sieht gut aus. So, einmal drehen. Einmal hier rumfahren. Danke sehr. Und dann ab zur Wiese. Dann werden wir gucken, dass wir da natürlich einmal düngen. Die andere Wiese muss wahrscheinlich auch gemäht werden wieder. Die könnten wir wahrscheinlich wieder mähen. Lass uns mal überraschen. Wenn ja, dann können wir die von mir direkt schwaden, pressen und verkaufen. Alter, das war knapp. Das war aber richtig knapp. Alter Schwede. Das hat gerade noch so gepasst. Oha. Ja, okay. Aber gut. Wir müssen hier die Wiese einmal düngen. Oder wollen die Wiese einmal düngen. Wir wollen es ja so gut wie möglich nutzen, alles, ne? Dafür werden wir die Wiese einmal düngen. Wir werden das aus der Ansicht machen. Wir werden das Gras wachsen lassen. Wir werden wieder neu mähen. Und dann nochmal düngen und nochmal wachsen lassen. Ne? Jetzt wir hier zwei, drei Mal die Grasernte haben. Dann einmal mit Schwader Ballenpresser drüber und dann zack. Das ist das, was ich jetzt gerade vorhab. Ich möchte mir ein bisschen Arbeit sparen mit Geräte holen, immer wieder ankoppeln, abkoppeln und was weiß ich was. Will im Prinzip zweimal, dreimal mähen, von mir ist auf viermal. Müssen wir schauen, wie wir es hinkriegen. Und dann einmal mit Ballenpresse, mit Schwader Ballenpresse drüber und dann passt das. So sollten wir dann natürlich eine ganze Menge Zeug zusammenkriegen, eine ganze Menge Silageballen, die wir direkt auch verkaufen können. Ne? Ich glaube, das ist von Vorteil. Wir werden mal gucken, ob wir eventuell auch hier ein Autolot nutzen werden. Ich weiß es noch nicht, aber ich würde es ungern machen. Aber Challenge hat keine andere Chance. Ist halt so. 650 Euro Einnahmen Gebäude, sehr cool. Wir haben Betriebskosten Gebäude bezahlt, klar, und relativ viel für Mietkosten. 6.000 irgendwas waren das. Ah, okay. Es ist halt so, kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern, ne? Kann man nicht ändern. Aber gut. Ist halt so. Wir müssen natürlich gucken, dass wir auf Dauer die ganzen Geräte auch kaufen und nicht nur mieten. Aber gut, das ist eine Sache, die wird sich nach und nach einpendeln und wird nach und nach passieren. So. Fahren wir hier lang?
Machen wir erstmal die Außenbahn. Ansonsten bin ich mit den Projekten eigentlich relativ gut im Vorlauf. Ehrengrad bin ich jetzt, Alpine Challenge bin ich jetzt auch relativ gut am Aufholen wieder. Habe relativ viele Folgen schon aufgenommen. Ich habe jetzt, glaube ich, nochmal 6 Folgen im Petto aktuell, die ich noch bearbeiten und hochladen muss. Das kriege ich aber auch hin. Das wird passen. Und von daher schauen wir mal. Ich weiß ansonsten nicht mehr, was ich aufnehmen kann. Deswegen bin ich jetzt nebenbei auch den Kanal am Überarbeiten mit Gläsern und alles. Die Beschreibung nochmal ordentlich machen. Überall, weil teilweise auch bei den Livestreams, die ich bis jetzt gemacht habe, sind keine Beschreibungen verfügbar und was weiß ich was. Und das will ich natürlich auch alles noch ändern und ordentlich gestalten. Ja, sind einige Videos, aber ganz ehrlich. Erstens, ich habe den Bock drauf, dass alles erstens ordentlich ist. Soll ein gutes Erscheinungsbild sein, sage ich mal. Damals hatte ich noch nicht wirklich die Möglichkeiten gekannt oder gehabt, teilweise auch, um da was Vernünftiges zu machen, ne? Aber habe es damals auch, sage ich mal, eher so lasch genommen, aber mittlerweile will ich das natürlich versuchen, so gut wie möglich zu machen, dass ich vielleicht auch irgendwann davon leben kann, sage ich mal. So lassen wir ja auch jetzt gucken. Finde ich auch sehr gut, dass er auch das so gut wie möglich aufbaut. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, mein Leben lang, sag ich mal, für mittleres Gehalt, sag ich mal, zu arbeiten. Und mir den Rücken und den Körper kaputt zu machen oder sowas, ne? Ja, ich arbeite bei der Bahn in der Stoßdämpferwerkstatt. Ich glaube, das ist jedem mittlerweile klar. Aber auch da ist das natürlich wirklich körperlich sehr, sehr anstrengend und ich habe in dem Sinne keine Lust, mir wirklich die Gesundheit kaputt zu machen wegen der Arbeit, wo ich nicht wirklich viel dann kriege. Ich kriege genug, ja, ich kann davon leben erstmal, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Solaris weiß es ja auch. Von daher, ne? Deswegen werde ich das versuchen, auch natürlich genauso so gut wie möglich aufzuziehen hier mit euch zusammen und hier einen richtig, richtig coolen Kanalaufbau. Dass ich dann irgendwann vielleicht sagen kann, okay, komm. Ich mache nur noch YouTube. Von mir ist auch Twitch. Wenn es soweit passt. Und werde euch natürlich das Bestmögliche an Unterhaltung bieten, an Content und was weiß ich was. Und habe dafür den ganzen Tag Zeit im Prinzip. Kann mir dafür Zeit lassen, von mir sind noch weiter die Videos verbessern, noch weiter den Content verbessern, alles. Das wäre natürlich eine richtig schicke Sache. Und wie gesagt, daran will ich arbeiten, daran werde ich auch noch arbeiten. Und das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir hin. Vor allem mir macht es auch mega Spaß und ich glaube, man sollte das machen, was einem auch wirklich Spaß macht. Klar, die Arbeit macht mir eigentlich auch Spaß, aber ich bin jetzt mittlerweile 31. Ist jetzt nicht wirklich alt, ich weiß, aber dafür habe ich schon den Rücken relativ heftig kaputt. Ich bin jetzt seit fast 2 Monaten durchgehend in Behandlung wegen Rückenschmerzen, Schulterschmerzen und alles. Und ja, ist nicht wirklich vorteilhaft dann. Ich denke, der eine oder andere würde sich auch freuen, wenn ich hier auch ein bisschen mehr für den Kanal tun kann, vielleicht die Projekte nochmal verbessern kann, Timelapse oder sowas mal ein bisschen mehr zu bringen und alles möglich, aber
Das geht nicht, wenn ich dann noch hauptberuflich arbeite, dann hier noch versuche YouTube hochzubringen. Ne? Das geht dann nicht. Da kann ich dann nicht wirklich viel machen. Fehlt einem die Zeit. Das ist das. Da fehlt einem dann definitiv die Zeit, Leute. So. Ja. Ja, hauptberuflich arbeiten. Schichtarbeit erstens, deswegen. Früh- und Spätschicht, zum Glück nur. Noch nicht noch Nachtschicht. Da würde ich wahrscheinlich völlig kaputt gehen. Aber 4 Uhr aufstehen, ne? 5 Uhr auf der Arbeit sein, anfangen und dann 14 Uhr Feierabend. Klar, man hat noch ein bisschen was vom Tag, aber durch das frühe Aufstehen auch, man ist relativ kaputt, dass man von mir aus nochmal eine Stunde, 2 Stunden schläft, dann sind, sage ich mal, 16 Uhr und dann ist es auch schon fast wieder um. Ne? Das ist das Problem. Ne, ist das Problem. Und viel kann man dann nicht wirklich mehr machen. Vor allem, man kann auch körperlich nicht mehr so wirklich. Man kann auch nicht mehr wirklich klar denken dann und alles. Das ist das Schwierige dann dabei. Aber okay. Ist halt so. Ich denke, der eine oder andere kennt's. Von daher, ne? So, die Düngung sieht gut aus. Wir kommen relativ gut voran. Haben vielleicht ein bisschen mehr Dünger verbraucht als eigentlich gedacht, aber egal. Dafür haben wir die Flächen wirklich ordentlich gedüngt. Die Fläche wirklich ordentlich gedüngt. Sollte eigentlich passen soweit. Sollte eigentlich soweit passen. So. Jetzt hier nochmal drehen. Dann einmal hier weitermachen. Nächste Spur. Dann sind wir damit eigentlich auch relativ gut durch. Wir brauchen eigentlich fast so lange fürs Düngen wie fürs Mähen, komischerweise. Aber gut, dadurch, dass hier Gras liegt, sieht man das auch nicht ganz so gut, wo man schon gedüngt hat und alles. Aber gut, kriegen wir alles hin. Hier noch ein Teil ungedüngt. Ja, hier war noch ein Teil ungedüngt, genau. Wir auch noch mal eben schnell machen. Dann werden wir das natürlich auch nutzen hier und nicht ungedüngt lassen, ne? Gibt dann wesentlich mehr Ertrag. Wir müssen jetzt nicht alles komplett düngen, aber ne. Zumindest, dass das meiste gedüngt ist und dann passt das. So, wir gehen jetzt hin, düngen hier noch den Rest. Müsste irgendwo noch was über sein, da sehe ich. Ich sehe es, ne? Hier ist noch nicht gedüngt. Hier werden wir dann eben schnell düngen. Sollte relativ schnell funktionieren. Ein Streifen ist das hier, glaube ich, noch, dann haben wir es. Ja,
Dann haben wir es. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Haben wir das auch wieder gedüngt? Perfekt. Die andere Fläche können wir noch nicht mähen. Aber ich gucke mal, ob wir da düngen können. Wenn wir mal eben schauen. Können wir hier düngen nochmal? Nee, ne? Nee, bringt nichts. Okay. Gut, dann können wir den Düngerstreu wieder dorthin stellen. Kommen wir einfach direkt hier hoch, stellen wir den hier hin, ne? Und dann gucken wir mal jetzt nach den Tieren. Übrigens, Kredit 0 Euro, ne? Das ist sehr gut. Wir gucken jetzt übrigens mal nach den Tieren, das wollte ich mal machen, ne? Das sieht soweit in Ordnung aus. Die Hühner sehen auch in Ordnung aus. Auch die Schweine sehen gut aus. Was das betrifft hier. Ja, könnten wir langsam Weizen, Gerste mal nachfüllen. Aber gut. Jupiter, reiten. Das Pferd muss geritten werden. 34%. Wir kriegen dafür das Pferd schon 17.000 Euro. Das ist eine ganze Menge. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Von daher würde ich sagen, komm, können wir das Pferd ausreiten. Dann haben wir das zumindest schon mal erledigt. Okay. Oh, wie süß das Pferd schläft. Müssen wir mal wecken. Können wir Lichter machen? Nee. Hat keine Scheinwerfer, das Licht. Das Pferd. Pferd hat keine Scheinwerfer, egal. Na komm, machen wir mal einen nächtlichen Ausritt um 1 Uhr morgens. Und werden die Chance nutzen und hier einmal ausreiten. Einmal mal ausreiten, ne? Einmal hinten hin und wieder zurück und nochmal hinten hin und wieder zurück, ne? Das passt soweit. Sehr gut. Dann können wir das zumindest schon mal erledigen. Ihr seht, 13% geht eigentlich relativ schnell. Ansonsten, Hafer sieht gut aus, Heu sieht gut aus, das ist nichts zu bemängeln. In Ordnung. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, ne? Perfekt. Gut. Wie sieht es mit den Feldern aus? Das können wir auch mal eben schnell gucken. Das Feld ist fast erntereif, okay. Hoppala, ich renne fast auf die Straße. So soll das natürlich nicht sein, ne? So, ansonsten, was haben wir drauf? Wir haben hier auf jeden Fall Hafer drauf. Ja, genau. Und hier unten haben wir Gerste drauf, ne? Korrekt. Hafer und Gerste brauchen wir auf jeden Fall. Hafer haben wir eine ganze Menge, 30.000 Liter. Gerste nur 8.000 Liter. Das heißt, Gerste wäre natürlich gut zu bekommen. Kriegen wir hin. Also, das nächste ist Haferernte, wie gesagt. Was wir machen werden. 34% hat das Pferd schon an Laufen bekommen heute. An Ausreiten. Das ist in Ordnung. Das ist kein Problem. Ist ja wie gesagt eigentlich relativ schnell erledigt. Wenn das Pferd so weit fertig ist, kriegen wir, ich glaube, fast 50.000 Euro. Wirklich 50.000 Euro dafür, Leute. Das ist eine ganze Menge Geld. Was wir natürlich richtig gut gebrauchen können. Und das Pferd frisst dir nicht viel. Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Was ich mal probieren wollte, wir reiten mal zurück. Wir reiten mal zurück. Wir haben hier den Global Company Mod, ne?
Hier gibt es ja auch die Möglichkeit, Pferdehilfe anstellen. 300 € pro Pferd pro Tag. Sollen wir das mal machen? Ich glaube, das machen wir mal. Pferdehelfer anstellen. Das wäre eine gute Möglichkeit, vielleicht, um das Pferd eventuell zu nutzen, ohne es ausreiten zu müssen unbedingt, sondern dass der Pferdehelfer es vielleicht macht. Und schauen wir mal. Das wäre eine Möglichkeit, um das mal auszutesten, Leute. Das habe ich nämlich noch nicht probiert. Das testen wir einfach mal aus. Das testen wir einfach mal aus, ne? Testen wir mal. So, striegeln. Ne? Pferd striegeln, sehr gut. Sieht eigentlich relativ gut aus. 76% reiten schon. 17.800 €, das ist eine ganze Menge Geld. Wir werden es jetzt mal probieren. Und das Pferd legt sich schlafen. Sehr schön. Pferdehelfer anstellen. Okay. Werden wir das mal beobachten. Ich werde es mal beobachten und mal gucken, ob sich da was tut. Bin mal gespannt, ob sich da was tut. Das wollen wir mal austesten, ne? Das wollen wir mal austesten. Gut. Was gibt es sonst zu tun? Haben einen Drescher da. Wir haben einen Drescher da, oder? Garage. Hätten noch den einen Drescher noch geholt, oder? Oder hatten wir den Drescher nicht geholt? Müssen wir mal gucken. Mir den Drescher nicht geholt. Ich dachte, wir hätten den Drescher geholt. Okay. Oha. Kipper haben wir jetzt gerade auch nicht da, ne? Oha. Doch, Kipper. Kipper hatte ich damit reingenommen, ne? Haben wir die Kipper schon gekauft gehabt? Nee, ne? Ich hatte den Kipper ausgesucht. Können wir gerne mal nachgucken. Wir haben jetzt Zeit. Komm, scrollen. Und zwar den Orkel hier. Orkel hat 18.000 Liter. Sollte eigentlich passen. 8.500 Liter so. So hat er auch 8.500 Liter. So 18.500 Liter. Sollte eigentlich eventuell passen. Dass sie damit das zusammenkriegen. Ne? Wir werden den kaufen. 15.000 haben wir. Der nächste Tag ist begonnen, also das ist in Ordnung. Abdeckung, nein. Brauchen wir nicht. Design, Wechselkosten, nein. Alles in Ordnung. Den wollen wir kaufen. Dann haben wir den auf jeden Fall da. Wir fahren mit dem Bührrad, den haben wir sowieso hier. Ne? Dann holen wir den mal, beziehungsweise nehmen wir den mal eben mit zum Hof. Und werden mal gucken, was wir in Getreide verkaufen können. Verkaufen wir noch Getreide, holen uns noch einen Drescher. Das ist noch was, was wir machen können, auf jeden Fall. Ne? Dann wollen wir als nächstes gucken, als nächstes Projekt. Steht an, Geld holen und hier Feld 21 wäre eine Möglichkeit. 92.000 €. Das wäre eine gute Möglichkeit, denke ich mal. 180.000 €, das ist zu viel. Feld 1 kostet 193.000, das bin ich aber auch nicht bereit zu bezahlen. Ne, das sind alles so teure Preise. Also Feld 21 wäre jetzt dann das nächste Feld, was wir holen könnten und ich auch holen würde. Und dann schauen wir mal, dass wir das natürlich bekommen. Hier Feld 21 steht als nächstes an.
92.000 Euro sollten wir irgendwie zusammenkriegen. Wir haben jede Menge Getreide da, Weizen haben wir einiges da, wir haben Gerste, ein bisschen Hafer haben wir gut da eigentlich, zu viel eigentlich. Wir haben hier Raps eine ganze Menge, wo der Preis natürlich hier bei der Getreidemühle relativ hoch ist aktuell. Ich denke mal, davon werden wir jetzt auch eben schnell was verkaufen. Sojabohnen haben wir aktuell keine, da müssten wir auch nochmal welche von kriegen. Sonnenblumen steigen hier bei der Felsbrunnen Getreidemühle. Auch die könnten wir eventuell verkaufen. Schauen wir mal. Die könnten wir sogar noch einen zweiten hier dranhängen, ne? Oder? Ne, doch nicht. Doch nicht. Das geht nicht. Aber okay. Ist ja kein Problem. 18.000 Liter sollte aber, denke ich mal, erstmal reichen. Von daher, ne, alles in Ordnung. So, fahren wir einmal hier rum und werden Getreide holen zum Verkauf. Werden Getreide holen zum Verkauf und die Sägarte Folge ist schon vorbei. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich Raps verkaufen oder Hafer oder mal gucken, ne, oder beides. Und noch ein bisschen Kohle scheffeln, dass wir natürlich da ein bisschen mehr Geld haben, den Drescher kaufen, dann können wir das Haferfeld ernten und dann sollten wir da auch relativ viel Geld bekommen durch, was wir natürlich auch wieder nutzen können. Gehe ich mal von aus. In dem Sinne, danke euch natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage natürlich nochmal bis dahin. Ja, ganz ehrlich, Servus und Tschüss.